Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Delay 4, ein All-You-Can-Echo-Delay-Device. Und was es da für Möglichkeiten gibt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe jetzt hier schon mal ein Delay 4 reingeladen in der Standardkonfiguration. Das Ding sieht schon mal ziemlich, ich wollte jetzt gerade mechanisch sagen, aus. Aber schon relativ komplex. Aber es klingt am Anfang gar nicht so komplex. So, weil nur ein Echo aktiv ist und das auch nur sehr kurz. Gehen wir einfach mal über das Device drüber. Also das Delay 4 hat dann einen Ausschalter hier. Dann die Presets, auch wieder unbedingt reinhören. Das sind ein paar schöne Sachen dabei, mit denen man hervorragend rumspielen kann, die einem so auch ein bisschen die Möglichkeiten von dem Device nochmal so genauer zeigen. Dann natürlich der Name, den man ändern kann, dann die Fernsteuerung, die Remote Controls, die Modulatoren und dann geht es ans Eingemachte. Und zwar unterscheidet sich dieses Delay 4 von den anderen nochmal ein bisschen, hat ähnliche Optionen, Konfigurationsmöglichkeiten. Ein paar sind nicht dabei, die kann man aber dann auch noch quasi hinterher einfügen, wie man es will. Also es ist eigentlich noch höher konfigurierbar als die anderen beiden Devices, wobei eine Sache hier zum Beispiel im Gegensatz zu dem Delay 2 nicht da ist, ich kann nicht die Quelle auswählen, von wo das Signal reinkommt. So spontan, sage ich jetzt mal. Aber gehen wir einfach mal der Reihe nach. So, es gibt hier am Anfang dieses InFX, also In-Effekte. Und diese Spalte hat hier quasi immer einen Kanal. Und die Kanäle sind alle genau gleich geartet. Und zwar gibt es hier einen Pre-FX, also einen Effekt oder eine Effektbearbeitung, die ich vornehmen kann, bevor das Signal in diesen ersten Signalfluss, in diesen ersten Signalbus oder Signalweg hier reingeht. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Quelle auswählen, wenn ich hier hinten jetzt einen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mal so ein Tool-Device reinnehme und sage, ich will jetzt nur hier das linke Signal. Dann kommt hier auch nur das linke Signal zum Beispiel rein. Oder ich nehme einen Stereo mit Stereo-Split, kann ich hier zum Beispiel machen. Ein Stereo-Split, wo ich dann linke und rechte reinnehme. Oder was ich ursprünglich ein mit Side-Split, wo ich die Mitten und Seiten reinnehmen kann und die unterschiedlich bearbeiten kann, beziehungsweise mir dann auswählen kann, welches Signal tatsächlich in diesen Signalweg reingeht. So, und da kann ich dann auch noch sagen, das volle Signal geht rein, also ist so ein Gain-Schalter, oder ich kann sagen, davon geht gar nichts rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Delay 4 hier konfiguriere und bin gerade an einem anderen Kanal dran oder an einem anderen Effekt oder wie auch immer, kann ich das erstmal runterdrehen und kann das nachher wie so ein Mischregler für die vier Signalwege, die ich hier zur Verfügung stehen habe, reinregeln. Das heißt, ich kann hier so eine wahnsinns komplexe Kette an Audioeffekten mit reintun, dann sage ich, wie lauter das ganze Signal reinkommt zum Verarbeiten, habe dann hier eine Signalkette mit dem Feedback-Regler für den ersten Kanal und hier habe ich dann wieder die Crossfeeds. Das heißt, ich kann jetzt hier vom ersten Kanal in den zweiten Kanal einfach einen Teil oder das gesamte Signal von meinem ersten Signalweg reinschieben und oder reinschicken und das gleiche gilt dann für den Kanal 3, Kanal 4 hier unten, genau dasselbe. So, hier sieht das Delay 4 so ein bisschen anders aus bei dem Time, bei der Time-Spalte. Und zwar habe ich aber immer noch dieses Raster, dieses 16. Raster. Das kann ich hier vorne mit dem Klick auf die Note an- und ausschalten. Und um hier mir eine andere Note auszusuchen, klicke ich einfach hier rein und schiebe dann das Mausrad hoch und runter. So, oder ich klicke halt dann auf die Note selbst und kann mir dann einen Zeitwert aussuchen von 10 Millisekunden bis
5 Sekunden. So. Und wie gesagt, diese Sekundenanzeige ist unabhängig von der BPM. Und wenn ich das 16. aussuche, dann habe ich immer, je nach Songgeschwindigkeit, je nach BPM, stimmen dann meine 16, meine Echos dann immer ganz genau. Und dann habe ich hier unten nochmal den Offset, wo ich das Echo dann so ein bisschen nach vorne oder nach hinten verschieben kann, jeweils um ein Drittel der Zeit. Dann kommen die Filter. Ich habe ja wieder einen High-Cut und einen Low-Cut-Filter, die diesmal nicht als Drehregler, sondern so als Schieberegler, als Textbox quasi, wo ich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz den Bereich habe, den ich einschränken kann. Und danach, wenn das ganze Signal durch den In-Effekt, durch den Gain, durch den Feed und Crossfeed, durch den Time, durch den Filter durch ist, kann ich hier hinten nochmal einen Feedback FX. Das heißt, das Signal, was ich hier einmal durchgeschickt habe, kann ich dann nochmal bearbeiten mit irgendwelchen Audioeffekten, Chorus, Bit8 oder was auch immer und schickt das dann verändert hier wieder rein. Und dann durchläuft es den gleichen Bus nochmal. Und hier sage ich dann bei dem Out, wie stark das Echo-Signal dann am Ende rauskommen soll und mit dem Panning auf welcher Seite, ob es jetzt quasi in der Mitte bleiben soll, also sprich da, wo ich die Effekte und alles angewendet habe, oder ob ich es nach rechts oder nach links schiebe. So. Und diese Signalkette ist bei allen vier Zeilen, nenne ich das jetzt einfach mal, oder allen vier Devices, Delay-Devices, immer dieselbe. Das heißt, ich habe einen Pre-Effekt, dann habe ich den Schalter, wo ich sagen kann, wie laut das Signal da reinkommt. Dann habe ich einen Crossfeed oder eben ein Feedback für den eigenen Kanal. Ist immer schön angezeichnet mit den Pfeilen, wo das hingeht. Dann habe ich das 16. Raster, das synchronisierte mit dem Songtempo, mit der Zeitverzögerung nach vorne oder nach hinten, Einstellung und zu welchem 16. ich das haben will. Dann den High-Cut und den Low-Cut-Filter. Dann das Feedback-Effekt, der Feedback-Effekt-Container. Dann, wie laut das Signal dann rauskommt und auf welcher Seite, und das geht dann halt für 3 und 4 genauso. Schließlich habe ich dann zum Schluss nochmal einen Effektcontainer, mit dem ich dann das Gesamtsignal, alle Echos nochmal bearbeiten kann, zum Beispiel nochmal in einen Reverb reinschicke oder in einen Pitch-Shifter oder in was mir da auch immer einfällt. Und dann kann ich das komplette Delay auch nochmal in der Lautstärke regeln. Sage, okay, wie laut sind denn diese ganzen Echos, die ich hier rausbringe, plus nochmal den Dry-Wet-Schalter ganz unten, den Mix-Schalter, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Originalsignal, was da durchgeht. Und je weiter höher ich das schiebe, desto mehr komme ich in den Effektbereich rein. Bei 50-50 habe ich gleich laut Original- und Effektsignal. Und je weiter das dann, oder hier, je höher das über 50 geht, habe ich dann immer mehr das Effektsignal bis zu 100% dann nur noch das Effektsignal. So, das ist im Prinzip schon der ganze Delay 4. Und ich habe hier jetzt einfach mal einen zweiten angelegt und habe da jetzt, der spielt schon vor sich hin, und habe da mal so ein bisschen wild vor mich hin rum konfiguriert. Und habe da in den Pre bei dem ersten nichts reingemacht. Hier Feedback, muss irgendwo da unten Feedback, der ein bisschen zu stark. Zurück. So. Und habe hier einfach mal wild alles Mögliche eingestellt. Das Feedback in den ersten Kanal wieder zurück, beim zweiten Kanal auch wieder voller Lautstärke. Feedback in den zweiten Kanal zurück. Und eigentlich hatte ich hier noch das eingestellt, dass der in den dritten Feedback, das heißt Teil von diesem Signal geht in den dritten hier. Bei dem dritten, der feedbackt sich wieder alleine. Beim vierten, der schickt was in den zweiten zurück hier.
Und feedbackt sich selber dann auch wieder. Hier habe ich die verschiedenen Sechzehntel alle eingestellt. Hier habe ich so ein bisschen einen High Cut und einen Low Cut eingestellt. Im Feedback-Container habe ich in den unteren beiden noch so ein bisschen was eingestellt. Da habe ich einmal einen Reverb drin. Das sieht man vielleicht hier so ein bisschen besser. Und hier habe ich einen Amp drin. Und hier habe ich dann auch noch mal so ein bisschen ein paar. Das kann ich vielleicht so ein bisschen mal nach links, nach rechts schieben. Und dann habe ich zwei in der Mitte, einen links und einen rechts. Und wie sich das dann anhört, ist so zum Beispiel. Und man sieht auch wunderbar schön, wann, wo, welche Signale ankommen hier an diesen Metern. Klingt jetzt nicht besonders schön, aber ich habe das extra so ein bisschen gemacht, damit man auch die verschiedenen Signale bzw. die verschiedenen Echos dann einfach nicht nur hier sieht, sondern auch so ein bisschen zuordnen kann mit Kopfhörer und im Stereo. Kann man das ein bisschen schön hören. Und wie gesagt, die Presets von dem Delay 4, die sind sehr, sehr interessant. Zum Beispiel dieses Dub 4 finde ich hervorragend. Mag ich sehr gerne. Oder das Ghostwind. Makro Spin-Dub. Zum Beispiel oder so ein Ping-Pong. Also man kann da wirklich von einfachen Sachen bis relativ komplexe Delay-Echo-Verschaltungen damit machen, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr langsames Lied, was halt so verspielt mit dem Echo arbeitet, dann kann man hier wunderbare Sachen machen, auch sehr rhythmische Sachen machen. Ich glaube, bei dem einen hatte ich das so ein bisschen angedeutet. Dass, wenn das Echo eigentlich schon so ein bisschen verklungen wird, kommt ganz zum Schluss nochmal etwas. Oder fast zum Schluss. Und dann auch noch mit irgendeinem Effekt, könnten wir noch so ein Pit Crusher dazu machen, so ein Pit 8 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das war auch schon das Delay 4. Ich will ständig FM4 sagen, das Delay 4. Also wirklich, man kann richtig, richtig, richtig viel mit dem Ding einstellen, auch wenn das so auf den ersten Blick so ein bisschen einen erschlägt. Aber im Endeffekt muss man ja nur eine einzige Zeile betrachten an sich. Und mit diesem Feedback, mit dieser Feedback-Spalte kann man natürlich dann die Effekte ineinander oder zueinander rüberschieben und das Ganze nochmal etwas komplexer gestalten. Und im Endeffekt eine relativ einfache Sache. Ob man das jetzt wahnsinnig wirklich viel nutzt, eher nicht. Also man wird wahrscheinlich eher Delay 1 und Delay 2 so standardmäßig benutzen, weil die so eher so das mitbringen, was man so in einem normalen musikalischen Umfeld einfach benutzt. Aber man hat halt einfach noch hier so die Königsklasse an Delays, wo man sich wirklich komplett austoben kann und könnte dann auch irgendwelche Feedback-Schleifen erzeugen, um den Hörer dann schon ein bisschen härter herauszufordern oder sich selber einfach, um dann auch wieder zu suchen, wie kriege ich das Ding wieder abgeschaltet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst einen Daumen da, ein Abo da, drückt die Glocke, kommentiert und vielleicht habt ihr ja schöne Sachen mit dem Delay 4 gemacht. Dann lasst es mich und die Community wissen. Und ich hoffe, wir hören, sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.